Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Der Flachgipfel. Voll eines. Shit. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Nee, komm doch nicht hin. Shit. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel? Wo haben Sie die denn her? Das spielt keine Rolle. Sie werden sie jedenfalls nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Datenschlüssel, Technikexperte Aman Putari. Getötet von dem, was er erforscht hatte. Die Todesfälle unter dem Personal wurden nicht gemeldet. Die Chefingenieurin hat die Berichte an den Nexus. Dort vorne sind Cat. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Können Sie laut sagen? Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut.
Aber sie sind trotzdem von der Nexus und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Hier ist es ruhiger. Haben Sie das bemerkt? Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Ja. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Tja, Militär oder Wissenschaft, das ist hier die Frage. Nur, was bringt uns das Militär, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen? Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster, guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Ja, ist immer skeptisch, oder? Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon
Eine weitere Spur. Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Vor allen außer Ihnen nehme ich an, Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Okay. Runterlaufen. Ich bedauere, was passiert ist, Pathfinder. Pathfinder? Die wollen anscheinend nicht mehr mit uns reden. Okay, schwimmen kann's nicht. Müssen wir ja mal probieren. Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich.
So, Bradley. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Die ersten beiden Außenposten hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war jedem vor Ort klar. Ich habe das Briefing gelesen und ich sorge schon dafür, dass jeder einzelne von uns wachsam bleibt. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und damit fortfahren, hier etwas aufzubauen. Fortfahren? Wir müssen damit anfangen. Wir müssen wirklich etwas aufbauen, anstatt einfach nur zu überleben. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Hallo. Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Ich frage mich, was sich unsere Wissenschaftler für Eos einfallen lassen werden. Jetzt gucken wir nochmal Karte. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch, da haben wir noch. Fahren wir jetzt einmal so gut und so. So, du schöne Waffen.
irgendwann von Weltraumwalen gefressen wird. Darin passt irgendwie gar nicht dazu. Trotz mehr Schaden und sowas. Ich glaube, wir nehmen mal den anderen. Dann kriegt man noch ein bisschen EP. Begegnung EP. Unter mir soll was sein. Gehen. Das gibt's ja gar nicht, was soll da sein? Forschungsstation, okay. Also nichts Wichtiges. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Das schreit geradezu nach Ärger. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Forks, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation. Alles, was eine Zivilisation braucht.
Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Ja, Video. So. Datenpad. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier, Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Das sind zu viele Orte, um sie alle zu überprüfen. Wir müssen sie eingrenzen. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf EOS. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen.
Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Mhm. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Ein Abgleich mit den auf dem Dienstplan genannten Orten liegt nahe, dass die Verletzung in der Nähe eines Monolithen verursacht.